Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 29. September, 9:30 Uhr. Wir wollen wieder auf den Forex-Markt schauen und hier bei uns heute dem Euro gegenüber dem britischen Pfund widmen, der just hier in den letzten 15, 20 Minuten hier deutlich unter Druck geriet. Warum, wieso, weshalb, wollen wir uns jetzt newsbedingt nicht zwingend hingeben, sondern vielmehr den Preisschart betrachten. Denn generell herrscht natürlich hier erhöhte Aufmerksamkeit im Sinne dessen, was uns der Preis verrät. Dies unter Umständen ja auch die einzig wahre Möglichkeit, hier tatsächlich ein Stück weit von der Massenpsychologie einzufangen. Wir haben erstmal hier das große Bild und da kann sich der ein oder andere Zuschauer sicherlich daran erinnern. Wir hatten den immer schon wieder hier im Fokus anhand dieses Support-Levels aus den Vorjahren hier bei 0,70. Das sieht ganz gut aus, als würde das Währungspaar von eben diesem Niveau nach oben hin sich entfalten wollen. Also die Unterstützung bei rund 0,70 scheint zu halten. Hier haben wir auch einen kurzfristigen Abwärtstrend hier auf Monatsbasis im Big Picture, den wir hier nochmal schemenhaft dazu nehmen können, um sozusagen Mindestpotenzial in Aussicht zu stellen, was sich hier anhand dieser Trendlinie ergibt. Aber viel mehr ist auf der Oberseite eben hier das Level von 0,7775 rund hier zu erwähnen, zu empfehlen, wenn es denn darum geht, wohin können das Paar denn überhaupt noch laufen. Das heißt, eine gewisse Stärke hat der Euro hier gegenüber dem britischen Pfund durchaus im zurückliegenden Monat und aktuell auch schon an den Tag gelegt. Doch kann es denn heute hier vielleicht sogar zu einem schwachen Tag kommen? Ja, sagen die Rahmendaten. Das heißt nicht generell, dass das große Bild sich jetzt umkehrt. Das heißt vielmehr, dass wir aufgrund der jüngsten Performance, und jetzt gehen wir mal einen Tagesschart dazu, und da sehen wir hier die letzten Tage. Hier die kleine Sonntagskerze zum Opening in Neuseeland. Sonntagabend bzw. Nacht vielmehr. Und dann sehen wir hier den gestrigen Performance-Tag. Wir haben den Widerstand hier auf Tagesbasis überwunden im Bereich 0,7375. Heute haben wir hier schon, ja, nach bisheriger Einschätzung so einen kleinen Shooting-Star. Wir sind unweit von dem Tagestief entfernt. Bislang 37 Pips gelaufen. Das Währungspaar selber hier im Bereich 70, 75 Pips am Tag unterwegs. Das heißt, hier haben wir noch das Doppelte zu erwarten an Range. Und ja, wir haben hier oben bei 0,7450 direkt schon den nächsten Deckel drauf. Ja, hier ist ein leichter Widerstandsbereich zu identifizieren. Der rührt aus den Anfängen des Jahres, Schrägstrich hier vom Mai hoch her. Und das ist definitiv eine Hürde, die das Währungspaar unter Druck setzen dürfte. Der Wochentag selber, den schauen wir uns gleich mal an hier, weil wir im Tagesschart unterwegs sind. Wir sehen hier eine abnehmende Tendenz jetzt im weiteren Wochenverlauf. Insbesondere heute sind wir schon unter 50. Morgen dann am Mittwoch hier mit nur 39% deutlich bärisch. Der ganz klar schwächste Handelstag beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Und das könnte hier im Prinzip so eine Art Einleitung am heutigen Tag sein für eine mögliche weitere Schwäche. Warum? Zeige ich Ihnen auch hier. Weshalb gerade heute? Das rührt natürlich anhand der FTSE-Vektorlogik her, die ich ja heute Ihnen wieder zeigen möchte. Wir haben den Euro gegenüber dem britischen Pfund hier im Visier. Und er tauchte während der vergangenen rund 16 Jahre hier in 72,1% der Fälle mit einer Häufigkeit von 305 Wiederholungen eine Negativ-Performance auf, tauchte hier auf. Und das führte hier zu einem Minus von rund 0,7%. Und das statistische Tageshoch lag bei 0,7409. Da sind wir schon drüber gelaufen. In diesem Bereich notieren wir jetzt knapp 0,7404, sind wir hier wieder drunter gelaufen. Das heißt, hier muss man das ein Stück weit anpassen. Aber grundsätzlich das Pattern hier, das obere wohlbemerkt mit den starken statistischen Kennzahlen, klar negativ, klar bärisch. Wir haben noch ein zweites Pattern. Das hat hier sogar eine Häufigkeit von, oder sogar, was sage ich, eine Häufigkeit von nur drei Wiederholungen, aber diese führten in 100% der Fälle zu einem Abschlag von 0,61%. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Botschaft und die verleiht dem Währungspaar unter diesem statistischen FTSE-Vektorlogik-Hintergrund einen negativen Beigeschmack für den heutigen Tag. Zudem der schwache Wochentag, zudem hier der Widerstand voraus. Warum denn nicht durchaus abwärts? Das generelle Bild, wie gesagt, sehe ich dennoch bullisch, aber aufgrund der Performance der letzten Woche, der starken Erholung hier, ausgehend von diesem Unterstützungslevel, was hier kurzzeitig wie war fake zum Anfang der letzten Woche unterboten wurde, ist aber dennoch hier weiter aktiv, 0,7255 rund. Dieses Level ist eine tragfähige Unterstützung und darunter
sollte, Schrägstrich, dürfte das Währungspaar nicht fallen. Dennoch könnte sich die heutige Schwäche durchaus noch ein Stück weit fortsetzen, also hier im Sinne des Verschnaufens und insofern hier ein Eintauchen in Richtung 0,7350 nochmal denkbar, nochmal gute 50 Pips abwärts und dann könnte es schon wieder nach oben gehen, aber im Sinne der schwachen Wochentagsstatistik wäre auch nochmal ein stärkerer Rückgang möglich im weiteren Wochenverlauf, der nicht so tief führen muss, aber so tief führen kann und dann stehen die Chancen eigentlich gut, dass das Währungspaar direkt wieder nach oben auftritt. Ansonsten haben wir hier bei 0,74 auch schon, wenn sich der Markt stabilisiert, die Möglichkeit, dass das Währungspaar direkt wieder nach oben anzieht, von diesem Preislevel ausgehend. Gut, gehen wir mal in den Stundenchart und schauen uns das kurzfristigere Bild an. Wie gesagt, wir sind 37 Pips bislang gelaufen. Aktuell kommt eine kleine Erholung von den Tagestiefs. Interessant auch, dass wir im Resistant Level 1 gescheitert sind. Und wenn wir uns hier so ein Stück weit rauscrollen, sehen wir hier vom August das Preishoch. Und den nehmen wir uns jetzt auch nochmal, oder das nehmen wir uns jetzt hier vielmehr nochmal in den Chart bei 0,7422. Das ist ein Widerstandslevel, was als markant gilt. So, brauchen wir nicht direkt ran. Da haben wir es, und da sind wir gerade runter. Und unterhalb dieses Levels bleibt das Währungspaar jetzt eh angeschlagen. Erholung in Richtung 0,7422, 0,35 könnten hier durchaus als Short-Einladung dienen, um auf einen Test des Pivot Points und gegebenenfalls weiteren Preistiefs zu spekulieren. Die Rahmenbedingungen, wie gesagt, sprechen für einen Short. Ganz anders sieht es aus, wenn wir uns über 0,7435 etablieren. Dann hat das Währungspaar eben durchaus Chancen, vorzeitig hier den Widerstand bei 0,7450, den wir hier auf Tagesbasis haben, zu attackieren. Also das Währungspaar, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Kurzfristig wäre hier eine Schwäche denkbar. Das jetzt nochmal im Stundenchart ein Stück weit zu fixieren. 0,7350, 0,7250. Haben wir hier im Prinzip mehrere Haltezonen im 50er-Bereich. Hier zumindest mal die kurzfristige für heute und 0,7250, dann hier unten dieser Bereich, der dürfte aber heute kaum ansteuerbar sein. Erst das eine Geschichte auf Sicht von Tagen. Doch so ein Rückgang muss gar nicht erfolgen. Das Währungspaar könnte sich sogar schon vorzeitig stabilisieren. Aber heute, wie gesagt, eher klare Short-Tendenzen. Die Trendlinien-Trader haben auch hier nochmal die Passion einer Trendlinie vor Augen. Auch diese könnte hier kurzfristig getestet, Schrägstrich unterschritten werden. Aber das Bild generell deutet hier schon darauf hin, dass es Rücksetzer geben könnte. Das unterstreicht auch die aktuell leicht vorherrschende Divergenz, hier von den Hochs ausgehend, von Ende September, sage ich schon, von hier Mitte September, sehen wir hier sehr schön im Stundenchart diese fallende Tendenz. Und das ist schon ein kleiner Bias für eine Verschnaufpause. Die jüngsten Anstiege, also hier mit einer negativen Divergenz behaftet. Und insofern hier im Sinne auch der ganzen statistischen Rahmendaten eher eine Short-Einladung für den heutigen Tag. Saisonal sieht es kurzfristig zwar bullisch aus, aber mit dem Start in den Oktober dürften auch hier weiter fallende Preise Einzug halten. Ob es so kommt, der Chart wird es uns zeigen. Letztlich ein sehr, sehr interessantes Setup, wie ich finde. In dem Zusammenhang vielen Dank fürs Dabeisein. Nachher nochmal JFT Live Trading TV zum DAX. Wollen wir mal sehen, ob der überhaupt einen Boden findet. Bis dahin beste Grüße und danke fürs Einschalten. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.